Vorsicht, es wird jetzt sexy hier bei Fufis und das kompromisslos mit allem, was euch dazu an Vorurteilen einfällt. Ich habe eben erst gelernt, dass man Emmy Russ aus dem Big Brother Haus tatsächlich jetzt Englisch ausspricht. Emmy Russ heißt sie jetzt also. Und sie ist ab dem 18. Januar bei Berlin Tag und Nacht mit einer Gastrolle zu sehen. Hi Emmy, schön, dass du Zeit hast für uns. Hi, ich freue mich. Emmy, erzähl mal, wie kam das? Du bei Berlin Tag und Nacht? Kurz nach meinem Auftreten bei Promi Big Brother bin ich ja so vielen Leuten im Gedächtnis geblieben und so natürlich auch dann Filmpool, sprich Berlin Tag und Nacht aufgefallen. Dann kam die Anfrage und da gab es gar keine lange Bedenkzeit für mich. Das war direkt ein Ja. Warum? Berlin Tag und Nacht kennt man natürlich, da kommt man gar nicht drin vorbei. Ich war ja auch schon vor ein paar Jahren tatsächlich mal mit einer kleinen Gastrolle dabei, aber nicht als Emmy. Da war ich auch noch ehrlich gesagt ein Niemand. Also es ist schon so eine kleine Ehre, nochmal so richtig dabei zu sein und vor allem als sich selbst. Das bringt mich zu der Frage, wie spielt man sich selbst? Naja, mich selbst zu spielen ist wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte. Es ist natürlich noch einfacher, weil man sich nicht total verstellen muss als andere Person. Und ich habe mich natürlich pudelwohl gefühlt in meiner eigenen Haut und Rolle. Gut, also ich meine, dich kennst du jetzt wahrscheinlich ganz gut. Die anderen am Set nicht unbedingt so. Bist du da mit Angst dran gegangen? Ich wusste ja tatsächlich nicht so genau, was und wer mich erwartet. Ich habe mich doch ehrlich gesagt gar nicht groß darauf vorbereitet. Als die Rolle Paula kam, war ich schon ein bisschen aufgeregt, tatsächlich neben ihr vor der Kamera zu stehen, weil sie war wirklich so eine Hauptfigur, mit der ich Berlin Tag und Nacht auch verbinde. Das klingt nach einem gesunden Respekt vor der Serie und deren Stars. Was war für dich die größte Herausforderung? Das Schwierigste für mich am Set war wahrscheinlich erstmal am Anfang natürlich die neuen Leute, die neue Umgebung. Aber auch das ist natürlich mittlerweile nichts Neues mehr für mich. Da muss man sich dran gewöhnen, auch wenn ich mich da ein bisschen schwer mit getan habe, ein bisschen länger gebraucht. Weil klar, das sind ja alle schon eingespielte Teams und dann kommt man neu dazu. Das ist so, wie als würdest du in eine Klasse neu dazukommen. Und bist halt der Neue, ne? Also die Neue jetzt in meinem Fall. Die Neue heißt Emmy Russ. Was erlebt sie denn bei Berlin Tag und Nacht? Emmy ist hauptsächlich im Salon Schnitte zu sehen, meistens an Mandys und Paulas Seite. Sie gibt Mandy viel Zuspruch, ist eine sehr einfühlsame Person, was tatsächlich auch so der einzige Punkt war, an dem ich ein bisschen mit zu kämpfen hatte, weil ich eigentlich das Gegenteil von diesem ruhigen Part bin. Also ich bin eher laut und frech und da muss ich halt wirklich mit viel Gefühl ran. Und es fiel mir tatsächlich ein bisschen schwer, diese Gefühle echt rüberzubringen. Aber wie ich das geschafft habe, das könnt ihr euch einfach selber anschauen, wenn ihr einschaltet. Einfühlsam ist sie also nicht so, aber Montag trotzdem bei Berlin Tag und Nacht zu sehen. Danke, Emmy. Sehr gerne, hat mich gefreut.